Bevor wir uns mit dem 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt, links der Donau liegend, zum Teil ein Relikt aus dem in der NS-Zeit errichteten Groß-Wien, befassen, eine kurze Zusammenfassung der Stadtentwicklung rechts der Donau. Die Entwicklung Wien beginnt im 1. Jahrhundert nach Christus mit der Existenz des römischen Legionslagers Vindobona. Mit der Aufgabe des römischen Legionslagers um die Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert nach Christus bleibt die Region jedoch weiterhin besiedelt. Um 1000 nach Christus kommen die Babenberger nach Wien. Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts findet die erste Stadterweiterung unter Herzog Leopold V. mit Ringmauer und Stadtgraben statt. Die Stadt erreicht mit der babenbergischen Ringmauer jenen Umfang, der bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts weitgehend unverändert bleibt. Nach der zweiten Türkenbelagerung 1683 wird im Jahr 1704 der Lienenwall zum Schutz von 34 Vorstädten Wiens errichtet. 1850 werden diese Vorstädte als Bezirke 2 bis 8 bzw. ab 1861 2 bis 9 eingemeindet. Im Dezember 1890 fasst der Wiener Gemeinderat den Beschluss, 33 Vororte außerhalb des Lienenwalls einzugemeinden. Der Beschluss tritt mit 1. Jänner 1892 in Kraft. Die eingemeindeten Vororte werden in die Bezirke 11 bis 19 eingeteilt. Im März 1900 wird die Brigittenau als 20. Bezirk vom 2. Gemeindebezirk Leopoldstadt abgetrennt. Das Wachsen der Stadt, die kontinuierliche Ausweitung, erfolgt bis 1900 lediglich rechts der Donau. Erst im Dezember 1904 beschließt der Wiener Gemeinderat und der Bürgermeister Dr. Karl Lueger 1905 eine Reihe von Ortsgemeinden links der Donau als 21. Bezirk Floridsdorf nach Wien einzugemeinden. Im Video vom Werden einer Stadt historisches Wien erzähle ich wesentlich ausführlicher über die Geschichte der Stadtentwicklung Wiens bis zur Eingemeindung von Floridsdorf. Wie vorhergehend erwähnt, werden die Orte links der Donau Floridsdorf, Jedlesee, Großedlersdorf, Donaufeld, Leopoldau, Kagran, Herstetten, Stadtlau und Aspern sowie Augebietete Lobau per Gesetz als 21. Bezirk Floridsdorf eingemeindet. 1910 wird Strebersdorf dem 21. Bezirk Floridsdorf angeschlossen. Die Geschichte des 21. Wiener Gemeindebezirks Floridsdorf ist in dem Video Floridsdorf historisches Wien eingehend zusammengefasst. 1938 errichtet das NS-Regime Groß-Wien und gliedert die Stadt neu. Im Oktober 1938 wird Wien durch die Eingemeindung von weiteren 97 niederösterreichischen Ortsgemeinden flächenmäßig wesentlich erweitert und in 26 Bezirke, zuvor 21 Bezirke, aufgeteilt. Der 22. Bezirk von Groß-Wien erhält den Namen Groß-Enzersdorf und umfasst den südlichen Teil des bisherigen 21. Bezirks Floridsdorf sowie die Ortsgemeinden Andlersdorf, Breitenlee, Essling, Franzensdorf, Teile von Gerersdorf, Glinzendorf, Groß-Enzersdorf, Großhofen, Mansdorf, Mühleiten, Oberhausen, Probstdorf, Rasdorf, Rutzendorf, Schönau an der Donau, Teile von Süßenbrunn und Wittau. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Wien entsprechend den Vereinbarungen der vier Alliierten Sowjetunion, USA, England, Frankreich in seinen Grenzen von 1937 in vier Sektoren geteilt. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist die Donaustadt von 1945 bis 1955 sowjetisch besetzt. Das erst 1938 eingemeindete Gebiet zählt nach dem Besatzungsrecht zum Land Niederösterreich und damit zur sowjetischen Besatzungszone. Die Politiker Wiens und Niederösterreich sind sich einig, die meisten der 1938 eingemeindeten niederösterreichischen Gemeinden wieder rückzugliedern. Von den 1938 zu Wien gekommenen 15 Machfeldgemeinden sollen nur Süßenbrunn, Breitenlee und Essling bei Wien verbleiben.
1946 erlassen Wien, Niederösterreich und der Bund dazu übereinstimmende Verfassungsgesetze. Aufgrund eines Einspruchs der sowjetischen Besatzungsmacht im Alliierten Rat können Gebietsänderungsgesetze nicht in Kraft treten. Erst 1954 stimmen die sowjetischen Vertreter dem Vorhaben zu. Nun kann das Bezirkseinteilungsgesetz Wiens kundgemacht werden und tritt am 2. Juli 1954 in Kraft. Der Bezirk bekommt seinen heutigen Namen Donaustadt. Der bis dahin namensgebende Stadtteil Groß-Enzersdorf wird wieder eine selbstständige Stadtgemeinde in Niederösterreich. Die Grenze zum 21. Bezirk wird an die Wagramer Straße bzw. nördlich davon verlegt. Kagran und Kaisermühlen gehören nun zum 22. Bezirk. Ein kleiner Einschub zum Bezirksnamen Donaustadt. Einen Bezirksteil mit Namen Donaustadt gibt es bereits nach der Donauregulierung im 2. Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt. 1875 ist die Neugestaltung des Donaulaufs abgeschlossen. Die Donauregulierungskommission hat nach Beendigung der Donauregulierungsarbeiten unter anderem die Aufgabe, die verbleibenden Flächen, Augebiete, ehemalige Inseln, ehemalige Wasserläufe trocken zu legen und der Verbauung zuzuführen. Ein Teil des sogenannten Feuerwerksmaises, das heutige Stuwerviertel, zwischen Ausstellungsstraße, Lassallestraße und Donau sowie der Bereich zwischen Nordbahnhof und Donau wird als neuer Stadtteil projektiert und verbaut. Dieser Bereich wird Donaustadt genannt, der Name von der Bevölkerung zugunsten anderer Grätzlnamen aber nicht angenommen. Daher wird der Name Donaustadt 1954 als Namen für den 22. Bezirk gewählt. Die heutigen Bezirksgrenzen von Donaustadt verlaufen im Westen großteils am linken Ufer der Donau. Der Donaufluss ist Teil des 2. Wiener Gemeindebezirks Leopoldstadt. Im Bereich der Lobau vom Praterspitz stromabwärts verläuft die Bezirksgrenze strommittig entlang der Grenze von Albern, Bezirksteil von Simmering und Manswörth, Stadtteil von Schwechat. Im Osten und Norden hat die Donaustadt Anteil am Machfeld. Die Bezirksgrenze ist zugleich Stadtgrenze. Die Nachbargemeinden sind entgegen dem Uhrzeigersinn Groß-Enzersdorf, Rasdorf, Aderklar, Deutsch-Wagram und Gerersdorf bei Wien. Die nordwestliche Bezirksgrenze gegenüber dem 21. Bezirk Floridsdorf verläuft entlang der Wagramer Straße bis Leopoldau und anschließend durch Siedlungsgebiet über die Alte Donau zur Donauinsel. Das historisch wichtigste Ereignis im Bereich der heutigen Donaustadt ist wohl die Schlacht bei Aspern und Essling am 21. und 22. Mai 1809 im Rahmen des sogenannten 5. Koalitionskriegs unter Führung des österreichischen Oberbefehlshabers Erzherzog Karl und seinem Generalstabschef von Nymphen gegen Napoleon. Diese Schlacht führte zur ersten Niederlage eines französischen Heeres unter der persönlichen Führung Napoleons. Den Sieg auszunutzen und die erschöpften Franzosen, bevor sie Verstärkung erhalten, zu vernichten, wagt Erzherzog Karl bei der Erschöpfung seiner Truppen und deren Mangel an Munition nicht. Er bleibt im Marfeld stehen und begnügt sich mit dem Ruhm der Schlacht bei Aspern, den Nimbus der Unüberwindlichkeit Napoleons gewaltig erschüttert zu haben. Napoleon kann im Gegenzug seine zahlenmäßige Unterlegenheit ausgleichen und die österreichische Hauptarmee in der Folge am 5. und 6. Juli in der Schlacht bei Wagram entscheidend schlagen und zum Frieden zwingen. Bei allem persönlichen Ruhm, der den Kriegsherren, den jeweiligen Oberbefehlshaber zugeschrieben wird, sollen und dürfen wir nicht vergessen, gestern wie heute, das einfache Volk bezahlt mit seinem Blut und Leben für die zu hinterfragenden Interessen irgendwelcher Eliten. Der Verlust der Österreicher beträgt bei Aspern und Essling ca. 23.000 Mann, die Franzosen verlieren gegen 27.000 Mann. In der Schlacht bei Wagram fallen weitere 34.000 Soldaten der Franzosen und ca. 40.000 Österreicher werden Opfer der Kriegshandlungen. Ein zeitloser, kurzer Ausschnitt aus meinem Video »Wer ist Major General Smedley D. Butler und was wir von ihm lernen können?« offenbart in ungeschminkter Form den Sinn und den Zweck eines Krieges und zeigt auf, wer Winner und wer Loser dabei ist. Thank you.
Seine Gedanken fasst Smedley D. Butler in seinem Buch War is a Racket, übersetzt Krieg ist eine Gaunerei, sinngemäß Krieg ist ein schmutziges Geschäft, zusammen. Die heutigen Bezirksteile von Donaustadt sind Kaisermühlen, Kagran, Stadlau, Hirstetten, Aspern, Breidenlee, Essling, Süßenbrunn sowie Augebiete der Lobau. Kaisermühlen ist eine am rechten Ufer des Hauptarms der bis 1875 unregulierten Donau gelegene Ansiedlung, die ihren Namen nach den kaiserlichen Schiffsmühlen, den Kaisermühlen, trägt, die teilweise am Kaiserwasser stehen. Ein Hauptgrund für die Ansiedlung der Schiffmühlen in Kaisermühlen, das übrigens bis zur Eingemeindung 1850 den Namen Fahnenstangen trägt, benannt nach dem dort befindlichen Fahnenstangenhaufen, war die zunehmende Verlandung des Donaukanals bei der Kreau. 1850 wird Kaisermühlen als rechtsufrige Siedlung in den neuen zweiten Wiener Bezirk eingemeindet und verbleibt in diesem Bezirk bis 1938, obwohl es durch die 1875 abgeschlossene Donauregulierung an das linke Ufer des neuen Hauptstromes kommt. Kaisermühlen ist somit eine Ausnahme, werden doch erst ab 1905 die links der Donau liegenden Orte nach Wien eingemeindet. Die Donauschifffahrt und die 1830 erfolgte Anlage der Dampfschiffstation beim heutigen Gänsehäufel bringt der Ansiedlung großen Aufschwung. Nach der Donauregulierung in den Jahren 1870-1875 wird der Dampfschifflandeplatz in den neuen Hauptstrom verlegt und damit wird Kaisermühlen die wirtschaftliche Basis entzogen. In den Jahren des Roten Wien von 1919 bis 1934 entsteht 1926 die Wohnhausanlage am Kaisermühlendamm mit 308 Wohnungen und 1930 der Goethehof mit 727 Wohneinheiten. Heute ist Kaisermühlen primär durch das Strandbad Gänsehäuf bekannt. Kagran wird um 1200 de Chagran, 1340 Chagran, 1411 Chagran und 1533 Kagran genannt. Seit 1494 ist ein Freihof bekannt im heutigen Bereich Kagraner Platz 33. Der Hof besteht ursprünglich aus einem Gebäude, einem Baumgarten und 99 Joch Ackerland in den Feldern rund um den verbauten Dorfkern. Nach mehreren Besitzwechsel erwirbt 1800 die Gemeinde Kagran den Freihof und errichtet darin ein Gemeindegasthaus. Heute ist das Gebäude im Privatbesitz und heißt Napoleon, da in seinen Mauern 1809 Napoleon geweilt haben soll. 1630 verwüstet ein Großbrand das Dorf, 1683 brandschatzen die Osmanen den Ort. 1713 wird die Ortschaft von der Pestepidemie heimgesucht und 1730 neuerlich durch Feuer verwüstet. Kagran ist seinerzeit wegen seiner Gänse- und Entenzucht berühmt. Bis 1904 gibt es einen großen Dorfteich, der heute zugeschüttet ist. Die bereits um 1150 als Stadelowe, Stadel in der Au, urkundlich nachweisbare Ansiedlung Stadlau am linken Donauufer wird 1438 völlig überschwemmt und verliert ihr mittelalterliches Ortsbild. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts zeigt sich Stadlau als ein planmäßig errichtetes Straßendorf. Der Ort Hirstetten wird vor 1240 erstmals im Abgabeverzeichnis der Bamberger als landesfürstliches Lehen Heckstetten erwähnt. Die Deutung des Ortsnamens ist wegen der verschiedenen überlieferten Schreibweisen schwierig. Hackstetten, Herr oder Herbstetten, Hürstetten, Hirstötten. 1739 lässt der damalige Schlossbesitzer Johann Wilhelm Graf Wurmbrand eine Hauskapelle errichten, die er der Bevölkerung zur Verfügung stellt, die Hirstettener Schlosskapelle, heute Hirstettener Straße 89 bis 93. Entlang der heutigen Ziegelhofstraße wird der hier stellenweise trockene und lehmige Boden industriell ausgenutzt. 1824 errichtet die Gemeinde Hirstetten einen Ziegelofen und stellt Ziegel für den Eigenbedarf her.
1848 werden Herstetten und Stadlau zu einer Gemeinde zusammengeschlossen, jedoch 1872 wieder getrennt. Durch den Bau der Staatseisenbahnlinie Wien-Macheck um 1870 und die Eröffnung der Dampftramway Floridsdorf-Großenzersdorf 1886 nimmt Herstetten einen großen Aufschwung. In Herstetten liegt seit 1957 der Reservegarten der Stadt Wien, der heute als Blumengarten Herstetten beworben wird. Aspern wird um 1250 erstmals durch das Passauer Bistum urkundlich erwähnt. Im 14. und 15. Jahrhundert wird es teils als Main-Aspern oder Aspern-Minus bezeichnet. Wird der Ort während der Türkenbelagerung 1529 und 1683 schwer in Mitleidenschaft gezogen, erhält Aspern durch die Schlacht im Mai 1809 welthistorische Bedeutung. Auf die Schlacht bei Aspern und Essling im Rahmen des 5. Koalitionskriegs bin ich bereits vorhergehend ausführlich eingegangen. Durch die Donauregulierung in den Jahren 1870 bis 1875 verliert der Ort seine unmittelbare Lage am Strom. Heißt der Ort 1869 noch Aspern an der Donau, heißt er 1880 bereits Aspern. 1890 kommt erstmals die Schreibung Aspern auf. 1912 wird am ehemaligen Hausfeld nördlich des historischen Ortskerns das Flugfeld Aspern eröffnet. Hier liegt bis zum Zweiten Weltkrieg das Zentrum der österreichischen Zivil- und Militärluftfahrt. Von 1945 bis 1955 ist Aspern Teil des sowjetischen Sektors in Wien. Das Flugfeld wird vorrangig von den sowjetischen Besatzungstruppen verwendet. 1977 wird das Flugfeld geschlossen. Breitenlee wird 1160 als Breitenlee erstmals urkundlich erwähnt. Durch einen Schirmbrief Herzog Leopolds VI. Des Glorreichen kommt das Dorf im Jahre 1200 an der Schottenstift als Grundherrn. Die Kurutzen und Türken fügen dem Dorf starke Schäden zu. 1529 werden im Zuge der ersten Wiener Türkenbelagerung alle Einwohner von Breitenlee getötet, der Ort verödet. Es dauert 165 Jahre, bis der Schottenstift durch den Verkauf wenig ertragbringender Güter das Dorf wieder aufbauen kann. Schottenabt Sebastian Faber gelingt 1694 nach der zweiten Türkenbelagerung die Neugründung. Das Dorf wird nach einem genauen Plan aufgebaut, wobei die Höfe im Stil der Barockzeit nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet werden und der 1698 errichtete Gutshof des Schottenstifts den Mittelpunkt bildet. Die Breitenleer Pfarrkirche wird in den Jahren 1697 bis 1699 errichtet. Als einzige Kirche im Machfeld erhält die im ländlich barocken Stil erbaute Kirche zwei Türme. 1696 wird das Bestandswirtshaus der Schotten gegenüber der Kirche mit dem Namen Lindenhof gegründet. Der Name Essling leitet sich aus dem Geschlecht der Etzelan ab, die einst wichtige Persönlichkeiten der Wiener Stadtverwaltung stellen. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes erfolgt 1258 als Etzelan. Ende des 16. Jahrhunderts wandelt sich der Ortsname. 1880 lautet die einzige offizielle Namensform Esslingen. Ab 1890 wird alternativ die Kurzform Essling gebraucht. Historische Bedeutung erlangt Essling durch die Schlacht bei Essling und Aspern 1809. Das Esslinger Schloss, heute im Bereich Esslinger Hauptstraße 81 bis 87, wird urkundlich 1287 erstmals genannt. Jahrhundertelang wird das Schloss vom Landesherrn als Lehen an die Familie Esslan vergeben. Nach dem Aussterben dieser mittelalterlichen Ratsbürgerfamilie kommt es zu oftmaligen Besitzerwechsel. 1760 kommt die Herrschaft Essling an Franz Stephan von Lothringen. Ab 1797 gehört sie zu den Familienvoßgütern. Zwischen Aspern und Essling liegt außerdem der erste Flughafen Wiens, der später durch den Schwechater Flughafen abgelöst wird. In Essling werden im Ersten Weltkrieg in den Flugzeugwerken österreichische Aviatik Flugzeuge gebaut und eingeflogen. Die Automobil- und Aviatik AG in Mühlhausen im Elsass ist vor und während des Ersten Weltkriegs ein deutscher Hersteller von Fahr- und Flugzeugen. 1914 wird in Österreich-Ungarn die Tochtergesellschaft Österreichische Aviatik gegründet.
Nach dem Kriegsende 1918 muss die Produktionsstätte zerstört werden. Die ehemals selbstständige Gemeinde Süßenbrunn am linken Donauufer wird um 1200 erstmals als Brunn bei Gerhardsdorf, heute Gerasdorf, erwähnt. Der Ortsname geht auf Urban Süß, dem kaiserlichen Superintendenten von Raab und Komorn, Inhaber der Herrschaft und des Landgerichts Brunn bei Gerhardsdorf, zurück, daher Süßenbrunn. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts trägt Urban Süß im Ort zur Wiederbesiedlung des von den Türken 1529 verwüsteten Dorfs wesentlich bei. Die Brunngasse erinnert noch an den historischen Ortsnamen Brunn bei Gerhardsdorf. Um 1713 wird ein Wasserschloss in Süßenbrunn errichtet. Auf dem Platz des ehemaligen Dorfangers wird 1837 eine kleine Kirche gebaut. Die Lobau ist ein eigenes, weiteres Kapitel des historischen Wien.